Das geben wir uns auch, natürlich. Nein! Wieso werden wir immer getauscht, wenn wir kurz davor sind, einen zu töten? Mann! Jo Leute, euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal eine weitere Runde Ender Games. Wir spielen mit einem neuen Kit und zwar ist dieses Kit da. Das Känguru-Kit. Ja Leute, er kann Doppelsprünge machen. Mehr gibt's da auch nicht so zu sagen. Wir kriegen keine Rüstung, nichts. Wir können einfach nur Doppelsprünge machen. War damals immer so eins meiner Lieblingskits. Habe ich auch oft gezockt, war das erste Kit, was ich mir damals gekauft habe. Was ich selbst gespielt habe, logischerweise. Und ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Ist aber auch für manche ziemlich OP und ziemlich im Vorteil gegenüber anderen Kits. Aber mittlerweile wurde das, glaube ich, auch ein bisschen, ja, geregelt. Ganz am Anfang war das richtig heftiges Kit. Da waren aber, denke ich mal, die meisten noch nicht aktiv von euch. Ganz am Anfang war das nämlich so, dass dieses Känguru-Kit, da konnte man immer Doppelsprünge machen, immer wann man will. Jetzt muss man immer so eine, ja, so eine Viertelsekunde warten. Also man kann nicht direkt weiter Doppeljumpen. Und das war auch so, dass man auch im Wasser Doppelsprünge machen konnte. Das heißt also, oh Junge, Alter, mach doch keinen Film hier. Ohne Witz. Muss er genau an meinen Baum gehen. Man konnte halt auch über Wasser wie dieses Delfin-Kit halt springen. Und das war ziemlich, ziemlich stark, das Kit. Wurde dann aber auch verringert, die Anzahl an guten Sachen, die dieses Kit machen kann. Und ja, mittlerweile kann man halt nur über Land halt jumpen und ich bin noch ein wenig verschnupft, deswegen sorry Leute, meine Stimme hört sich ja sehr wahrscheinlich noch ein ganz, ganz kleines bisschen anders an. Wir brauchen aber, genau, Alter, ich wollte schon gerade sagen, wir brauchen Stuff, womit wir uns ja, Schwerter und so weiter machen können. Und den habe ich, glaube ich, jetzt schon ein bisschen was abgezogen. Sonst wäre er nicht direkt weggelaufen. Okay. Immerhin haben wir jetzt ein Schwert. Wir können uns noch Schuhe machen. Und dann bauen wir das ab und gehen auch schon mal weiter. Ja, Leute. Also das Känguru-Kit ist wirklich eins meiner Lieblings-Kits immer gewesen. Damit habe ich richtig, richtig oft gespielt. Auch damals in meinen Aufnahmen. Und ja, jetzt werde ich auch immer ein anderes Kit nehmen. Das heißt, also letztes Mal hatte ich die beiden neuen Kits, das Unkit und das Ritterkit, die ich vorstellen wollte, weil es die halt noch nicht gab. Und dieses Mal wird dann schon was anderes kommen, Leute, immer. Also pro Folge immer was anderes, logischerweise. Und ja. Jetzt haben wir auch relativ viel im Inventar. Da hinten müsste langsam irgendjemand kommen, ne? Ich will auch ein bisschen kämpfen. Nicht hier kampflos irgendwie ins weiterkommen hier. Okay. Wir wurden tippet. Da hinten ist der nächste Gegner. Alles klar. Kurz was essen. Alter. Ah, hat ihn nicht getroffen. Schade. Mann, der eine war fast down und dann wird er genau getauscht. Nein. Nein. Komm. Doppeljump. Ach, Mann. Alter, ich dachte, jetzt wäre schon aus. Ich muss hier einfach nur weg. Ich muss hier weg. Ich muss das essen und weg. Ich würde eine Enderperle werfen, Leute. Aber da bin ich auch ein bisschen zu low für. Dieses Risiko gehe ich auf jeden Fall nicht ein. Oh, fuck. Alter. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Alter, jawohl, wir sind weg hier. Ja, Mann, Leute, wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. War aber echt schon knapp. Und wir haben einfach gar keine Rüstung. Das ist einfach das Miese. Den einen, den wir angegriffen haben, ist dann halt weggerannt. Dann kam der andere. Von dem hätten wir die Rüstung gegeiert, weil ich habe ihn ja erstmal voll low gehittet mit meinen Potions. Aber, ja.
dann sieht es leider ein bisschen anders aus. Ich weiß, ich kann mir einen Helm machen, aber ich hoffe irgendwie, jetzt noch Eisen zu finden. Jetzt kann ich mir schon eine Hose machen. Okay. Und jawohl. Jawohl, ich habe die Dias wenigstens rausbekommen. Okay, Leute, endlich. Wir können uns jetzt besser ausrüsten. Wir können uns eine Chestplate machen. Das ist sehr schön. Dann brauchen wir noch einen Helm. Ja, mehr können wir uns eigentlich noch nicht machen. Aber das ist egal. Nein, die Dias sind doch nicht da. Ne? Oh nein. Nein. Ich hatte doch Dias. Fuck, Mann. Wir hatten Dias. Okay, Leute. Ich hab jetzt... Oh, fuck. Wo ist der nächste Gegner? 51 Blöcke, okay. Er soll mich verfolgen. Oh, da ist so ein Tempel hier. So. Okay. Jetzt können wir uns noch eine... Auch einen Helm machen. Ja. Ich dachte erstmal eine Hose, aber da hat es doch nicht viel gereicht. Dann bauen wir das wieder ab hier. Und... Schade, hier liegt keine Kiste mehr. Okay, Leute. Dann gehen wir jetzt einfach mal gleich in den Kampf. Oh, Mann. Das ist echt ein bisschen... Scheiße hier, unsere Situation. Okay. Jawohl, von hinten, von hinten. Jawohl. Das geben wir uns auch, natürlich. Nein! Wieso werden wir immer getauscht, wenn wir kurz davor sind, einen zu töten? Mann! Alter! Alter! Sowas geht doch gar nicht klar, Mann. Wir hätten uns so guten Stuff snacken können von unseren Gegnern immer. Aber wir werden immer geportet, sobald wir, irgendwelchen guten Stuff finden. Leute mit gutem Stuff finden, die wir fast getötet haben. Alter, das ist echt schon viel Pech, den wir hier haben. Aber wenigstens sind wir noch nicht gestorben. So. Wir haben auch zwei Healing Potions, das dürfen wir nicht vergessen. Also im Kampf, wenn es mal schlecht aussehen sollte, könnten wir uns auch noch ein bisschen heilen. Oh jawohl, jetzt haben wir auch einen Bogen. Okay, jetzt sind wir mittlerweile auch gar nicht so schlecht ausgerüstet. Das brauchen wir alles nicht. Okay, über 100 Blöcke, das ist sehr gut. Dia-Schwert nehme ich. Pfeile nehme ich auch liebend gerne. Und hier ist sonst nichts Besonderes mehr, nehme ich mal an. Doch, noch ein enchantetes Dia-Schwert. Auf Schärfe, jawohl. Dem Schinkkind. Okay, Leute, wir sind nur noch mit einem. Wir haben keinen Kill gemacht, Leute, aber wir haben eigentlich voll gut gekämpft, muss man sagen. Ohne Quatsch, Leute. Liegen da Dias irgendwo? Ne, ich sehe keine. Okay, egal. Jetzt müssen wir uns wirklich anstrengen. Das legen wir auf die 7. Ach, ne, Quatsch. Auf die 6. Hä? Ja, genau, so wollte ich das haben. So. Jetzt machen wir uns noch ein bisschen besseren... Oh, der war ja relativ nah an mir dran. Oh, fuck. Okay. Er wird Enderperlen werfen, ich weiß. Aber ich will erstmal ein bisschen besseren Stuff bekommen. So habe ich keine Chance. So habe ich, glaube ich, keine Chance. Oder? Ich weiß es gar nicht. Nein! Fuck, Mann! Schade, Leute. Da sind wir dem letzten Gegner noch zum Opfer gefallen. Aber war eine ganz anständige Runde, Leute. Ich würde mich sehr freuen. Ja, falls euch das Ganze gefallen hat und falls ihr mehr sehen wollt von Ender Games, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten schreibt mir Kit-Vorschläge auch noch in die Kommentare. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und
Ja, war jetzt wirklich schade. Aber ich fand, es war trotzdem eine gute Runde, weil wir immer geportet wurden und ein bisschen Pech hatten, aber trotzdem gut gekämpft haben. Da am Ende hätten wir uns, ich wollte erstmal wirklich, ich dachte, ja, okay, erstmal lieber besseren Stuff machen und wegrennen, aber dann scheiß drauf, gehst du drauf. Am Anfang habe ich ihn auch ganz gut gehittet, aber da hatte ich keine Chance gegen seine Rüstung. Er hat einfach zu wenig Schaden bekommen wegen seiner Rüstung. Und ja, ich hatte nicht mal Full Iron, aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Checkt die Links in der Beschreibung ab. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Haut rein und damit bis morgen, euer Beats.